Hallo und herzlich willkommen zur Bonusfolge von Fallout 2. In der letzten Folge hatten wir das Finale erlebt und jetzt will ich euch nur noch einige Dinge zeigen. Was ich aber auch noch gleich sagen will, die Quest mit Sulik, also die Schwester zu finden von ihm, habe ich mal im Internet mal nachgelesen. Das sollte wohl eigentlich im Spiel möglich sein, ist aber nie, naja, fertiggestellt worden, die Quest. Also haben sie das dann leider wohl nie eingebracht ins Spiel. Es kann sein, dass es vielleicht in Spieldaten irgendwo noch enthalten ist, eigentlich, dass vielleicht, sag ich mal, der Charakter im Spiel selbst enthalten ist, aber dass man das halt nie eingefügt hat und so. Ist bei vielen Spielen so, wo dann teilweise noch, wenn du dann Cheats benutzt, dass du noch Gegner spawnen lassen kannst, die im Spiel nie vorkommen. Wie bei Gothic 2 zum Beispiel gibt es ja Alligatoren und schwarze Panda und alles solche Tiere. Die kannst du mit dem Cheat-Menü einfügen ins Spiel, die aber jetzt im Spiel selbst nirgendwo verteilt wurden, die nie vorkamen. Oder andere Charaktere, die im Spiel nie vorkommen, die du aber hinzufügen kannst. Oder irgendwelche Gegenstände, Schwerter, Rüstung oder irgendwas, die man bei solchen Spielen per Cheat-Menü einfügen kann, die aber im Spiel auch nie eingefügt wurden, die zwar jetzt in den Spieledaten noch enthalten sind, aber die du im Spiel selbst nie findest. Das ist mit der Schwester von Sulik genauso. Ich habe mal gelesen im Internet, bei so einer englischsprachigen Seite. Das sollte dann bei dem eigentlichen Fallout 3, was man heute als Fallout Van Buren betitelt, was halt nie rauskam, sondern nur so eine Demo davon, was jetzt von den eigentlichen Entwicklern von der Fallout-Reihe war. Das sollte zum Beispiel die Schwester wohl eine Rolle spielen, sollte dann auch mit vorkommen. Aber ist halt, wie gesagt, nie passiert. Genauso war das mit dem Fehler, habt ihr auch gesehen. Ich hätte angeblich die Todeskrallen ausgerottet, hätte hier Völkermord begonnen, obwohl ich die retten wollte. Aber durch das Spiel habe ich ja schon mal gesagt, es geht leider nicht. Das Spiel hat leider diesen Fehler, dass man die Todeskrallen, egal was man macht, egal ob man alle Voraussetzungen schafft, dass man sie rettet, sie sterben, egal was du tust. Da gibt es, was ich gelesen habe, so einen Patch oder so eine Mod. Restaurations-Patch-Mod. Damit soll das wohl möglich sein. Aber ich denke mal, der wird wahrscheinlich auch nur komplett auf Englisch sein. Und mein Englisch ist halt ziemlich bescheiden und naja. Außerdem hatte ich schon das Spiel gestartet und es ist wahrscheinlich auch nicht kompatibel gewesen mit dem Spielstand, also hätte das eh nichts gebracht wahrscheinlich. Und sonst hätte ich das gerne gesehen, wie es gewesen wäre, hätte man die Todeskrallen retten können und hätte man vielleicht die Schwester irgendwie finden können. Aber na gut, hätten wir die Todeskrallen retten können, gäbe es dann auch davon ein Video davon? Ich meine, dann hätte es auch in den Spieledaten irgendwo auch ein Video geben können, was dir dann sagt, oh, du hast den Todeskrall gerettet, alles ist in Ordnung, alles ist prima. Gab's aber theoretisch nicht. Obwohl ich da im Internet auch mal zumindest ein Bild davon gesehen hatte, wie es aussieht, wenn man sie gerettet hat. Vielleicht gab es sogar wirklich ein Video, muss ich da mal offline mal sehen. So, ich wollte euch schon mal eins zeigen. So, hier seht ihr ja diese Dinger hier. Hubologen, Habologen. Wenn ich jetzt auf die 5 klicke, also von der Nummertaste, seht ihr ja halt unbenutzte Grafik, was glaube ich so ein bisschen hier, was ich gelesen habe, das Shuttle sein sollte. Also wo die Habologen wegfliegen wollten. Was also bedeutet, man sollte also theoretisch mal eigentlich in das Ding reingehen können. Es war also ursprünglich geplant gewesen, dass man dieses Ding reingehen kann und kann halt das Ding betreten. Ist aber, wie man sieht, nie ins Spiel integriert worden. Das gab es halt nie. Hat man nicht gemacht. Ist halt, wie gesagt, bei manchen Sachen, wo es halt nicht möglich ist. Was mal vorgesehen war, was aber nie gemacht wurde. Jetzt muss ich aber wieder laden, weil sonst komme ich ja nicht raus, weil ist ja kein Ladebildschirm da. Ist vom Prinzip genau dasselbe Prinzip ein bisschen wie bei Gothic 1. Wenn ihr bei Gothic 1 oder Gothic 2 kennt ihr wahrscheinlich doch die Höhle, wenn man durchlatschen muss, wenn man von Gothic 1 oder besser gesagt von Gothic 2 mal hier in das Minental gehen will. Das ist doch dann das Minental besetzt, überall in den Pass in die Orks und alles. Da gibt es so eine Höhle, da kann man durchlaufen. Und der Ladebildschirm ist, dass man halt in die Minenkolonie reinkommt. Genau diese Höhle gab es in Gothic 1 auch schon. Man konnte halt durch Cheats sich durchmachen, durch das Gitter durchmachen. Und es gab auch einen Ladebildschirm. Nein, ich möchte keine Rudelwölfe begegnen. Allerdings ist dann alles schwarz. Also komplett dunkel, weil klar, die haben mir dort nichts erstellt, keine Textur, kein gar nichts. Und wie gesagt, hat aber einen eigenen Ladebildschirm, eine eigene Zone ist das. Und wenn du speichern willst und du lädst, steht auch
Irgendwas damit Old World. Irgendwas mit Old World Mining oder irgendwie sowas. Zumindest steht da irgendwas da, dass das also ein Ort sein sollte, der eigentlich integriert werden sollte. So wie es aber kurz zum Beispiel auch bei Teil 1 und Teil 2, vor allen Dingen Teil 1, viele Sachen gab, die integriert werden sollen, die aber nicht ins Spiel rein. Naja, die nicht reinkommen. Und so ist es wahrscheinlich hier bei Fallout 1 und 2 zum Beispiel wahrscheinlich auch. Dass einige Dinge, die eigentlich rein sollten, die aber nicht reinkamen, weil es musste halt fertig werden, das Spiel. Deswegen scheint dieser Restaurations-Patch-Mod gar nicht schlecht zu sein, weil dann, was ich gelesen habe, der fügt all diese Dinge ein. Oder halt zumindest einen Großteil davon. Wie gesagt, wie das jetzt ist mit der ganzen Sache jetzt vom, naja, Prinzip weiß ich jetzt nicht. Also wie der zum Beispiel, wie das zum Beispiel ist, ob du jetzt dann wirklich alles abschließen kannst, dass ich jetzt die Todeskrallen retten kann, die Schwester von Sulik retten kann oder vielleicht auch andere Sachen. Was mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen ist, was jetzt gefehlt hätte. Oder vielleicht, dass meine Boxen, dass ich jetzt boxen kann, ohne dass jetzt bei mir dieser Fehler kommt. Gut, das ist vielleicht nur bei mir der Fehler. Im Let's Play, wo ich das schon mal gesehen hatte, da war so ein Fehler nicht gewesen. Also, ich weiß nicht, warum es bei mir so ist. Und halt manche Sachen, die immer gemerkt, da waren schon ein paar Fehler gewesen, da hat man sich gefragt, Oder Sachen, die ein bisschen unschlüssig waren, wo ich gedacht hatte, naja, das war jetzt ein bisschen unlogisch, dass ich diesen Gegenstand eigentlich mitnehmen kann, aber er hat halt keine Funktion, obwohl der eigentlich wichtig aussieht und von der Beschreibung her auch wichtig sein müsste, es aber nie irgendwas gemacht hatte. Also, während du sprichst, sieht sie verdutzt auf. Du bist zurückgekommen, ich dachte, du wärst vielleicht tot. Sie sieht erleichtert aus. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Setz dein Leben aufs Spiel. Eroberst die Enklave, das ist das Mutigste, was ich je gehört habe. Ach, Miss Kitty. Das hätte doch jeder andere an meiner Stelle auch getan. An meiner Stelle. Das hätte doch jeder andere an meiner Stelle auch getan. Du bist so bescheiden, das liebe ich an dir. Macht eine einladende Handbewegung. Du bist hier immer willkommen. Völlig gratis. Oh, ich darf gratis in den Puff gehen, das ist doch schön. Da muss mein Charakter nicht Hand anlegen, sondern er darf in den Puff gehen und darf immer umsonst drüber rutschen. Also, wie steht's mit? Na, du weißt schon, mit dir und mir, also, du weißt schon. Also gut, Max 6, ich hol noch schnell meinen Mantel. Gut, dass ich meinen Mantel in meiner Tasche habe. Ja, das war's halt, es wird der Bildschirm dunkel und na, das war's halt. Sie sagt nur, oh wow. Ansonsten sagt sie jetzt auch nichts weiter. Jetzt kommt dasselbe Text. Oh, danke, dass ich tue noch meinen Job als Held. Ach, du bist so bescheiden. Wie gesagt, das war's jetzt halt. Mehr kommt jetzt nicht. Da kann man noch bei diesen korsischen Brüdern das mit diesem Porno machen. Da kann man den drehen. Ja, das ist natürlich hier die Bischofs überlebt haben, ist natürlich, weil ich ja die Tochter und die Mutter von den Bischofs ja schließlich geschwängert habe. Weil mit der Mutter habe ich ja auch geschlafen, mit der Tochter auch und naja. Ich glaube, die Mutter ist aber dann schwanger geworden. Und die hat halt das Kind von dem auserwählten Wesen ausgetragen und der ist halt dann ja, Nachfolger geworden von der Familie. Als hätte ich, wenn ich jetzt gewollt hätte, das wollte ich eigentlich, dass die Familie White überlebt und dass die alles regiert und übernimmt, hätte ich also theoretisch die beiden auch noch umbringen müssen. Hätte ich also die Tochter und die Mutter von den Whites auch töten müssen. Dass sozusagen auch dann unser Kind stirbt. Aber das will ich ja nicht. Und deswegen, naja, was war, ist es, dass halt so passiert. Wobei ja schließlich die Geschichte selbst offiziell, glaube ich, so ist, dass eigentlich die Whites dann die Stadt übernommen haben. Und dass die Kontrolle hatten. Max 6, ich habe von deinen Abenteuern gehört. Wie du alle Mitglieder der Enklave umgeblasen hast. Das hört sich nach einem stählernen Magen an. Ich habe nicht allen Mitgliedern der Enklave was geblasen. Weißt du, das war so. Ach, sei nicht so bescheiden. Ich weiß, dass das schlimm gewesen sein muss. Die meisten könnten das nicht einfach so verdauen. Aber du hast deinen Stolz geschluckt und getan, was getan werden musste. Das ist echtes Star-Potenzial. Weißt du, ich habe nicht allein Mitgliedern der Enklave was geblasen. Verstehst du? Ach, weißt du, woran ich gerade denke, Max 6? Ich denke an einen Film über deine abenteuerliche Expedition. Wir nennen ihn
Full House, ein postnukleares Pepperspiel. Bist du dabei? Hm? Ach klar, was soll's. Das Spiel ist vorbei. Ich hab die Sache abgewickelt. Legen wir los. Oder lass mich erstmal das Spiel speichern, dann komme ich vielleicht zurück und tu's. Oh, ich liebe das. Und ich speichere das hier ab. So. Klar, was soll's. Das Spiel ist vorbei. Ich hab die Sache abgewickelt. Legen wir los. Jetzt wird der Bildschirm auch nur dunkel. Ich höre, wie meine Begleiter überladen sind. Überladen. Also ich glaube, ich muss jetzt noch eine gewisse Zeit warten, einen Tag oder so. Warten wir bis zum nächsten Morgen, weil der dann einen anderen Dialog führt eigentlich. Immer noch. Gut, dann warten wir halt noch einen Tag. Der hat dann irgendwas mit Kino gesagt und sowas. Da warten wir halt noch einen Tag. Jetzt vielleicht. Ah, vielleicht doch nicht. Gut, wir gehen erstmal zum Priester. Auf dem Rückweg können wir dann immer noch mal hier vorbeischauen. Hier mit dem Haus ist genau dasselbe. Du siehst das Haus, aber du kommst nicht rein. Ist halt, naja, ein bisschen komisch. So, Priesterchen, du hast das Superbuch. Mit einer tollen Beschreibung. Wie geht's? Kenn ich dich? Tut in Glaube wie ein Sturm zertreten. Oh, wie ein Wurm. Du bist ein Held. Ich habe die Enklave auseinandergenommen, ja. Die hier haben angefangen. Ich hab's beendet. Aber versteh mich nicht falsch, Vater. Ich bin nur ein Mann, der versucht, seine Wege in dieser erbarmungslosen Welt zu gehen. Ich bin kein Held. Du bist ein Held. Ich hab was für dich. Weiß nicht, was es zuerst war, aber ich glaube, du kannst es gebrauchen. Klar, ich nehme alles, was du mir gibst, Vater. Naja, solange es nichts Unanständiges ist. Tully geht zu einer Bank rüber, reißt ein Brett vom Sitz und zieht ein dreckiges Taschenbuch darunter hervor. Da bitte, ist ein bisschen dreckig, aber gibt es dir. Danke, Vater, glaube ich. Du bist ein Held. Du hast es verdient. Nicht viele Spieler bringen die Tag ihr Spiel zu Ende. Aber du bist den ganzen Weg gegangen. Ich bin stolz auf dich. Ganz Nuino ist stolz auf dich. Danke, Vater. Pass auf dich auf. Hörst du? Das ist das Superbuch. Buch mit Tipps zu Fallout 2. Tja, wenn du das mal zu Anfang des verdammten Spiels gehabt hättest. Was? Du erhältst 10.000 Erfahrungspunkte. Das Buch enthält tonnenweise Insider-Informationen zu Fallout 2. Mehr als genug, um in der nächsten Runde eine bessere Figur zu erstellen. Das kann man halt beliebig oft machen hier. Na komm, ich möchte noch 3 Level absteigen, damit ich vielleicht noch einen Bonus machen kann. Dann fahren wir nach Bungerstadt zu Lynette. Ah, ich wollte das Buch nicht wegschmeißen. Buch! Ach, Buch, ich hab dich wieder. Ich wollte dich nicht wegschmeißen, ich wollte dich nur lesen. So, eine Stufe möchte ich noch aufsteigen. Komm, Spiel. Erstmal ruckelt er bitte ein bisschen hier bei der Szene hier. So, Action Boy. Action Boy. Allein das möchte ich dann vielleicht sogar offline mal machen. Einfach mal machen hier. Dass ich dann alles hier verbessern kann. Stärke verbessern auf die 10. Na also. Seht ihr, das meine ich. Jetzt ist alles auf 300%. Das ist das Höchste, was man machen kann. Alles auf 300%. Was theoretisch auch bedeutet, wir müssen theoretisch auch perfekt sein, wenn wir jetzt zum Beispiel Pfadfinder haben. Sachen finden wollen, also hier besondere Begegnungen, dass wir dann vielleicht sogar noch welche sehen. Und wenn ich die noch sehen sollte, werde ich die euch vielleicht noch in einer Bonus-Episode nochmal zeigen. Die ganzen Bonus-Sachen, die es da noch gibt. Weil es gab ja einige Sachen, die ich nicht gefunden hatte, die ich euch nicht zeigen konnte. Da
Zum Beispiel, wo es so eine Art Star Trek Raumschiff abgestürzt ist, was man sehen kann. Das hatte ich auch nicht gehabt. Also, wie gesagt, da gab es einiges. Ich dachte, das wäre schön das Neue jetzt. Na gut. Gehen wir mal nach Bungerstadt noch, zu Leninette. Weil ich euch das auch noch zeigen möchte. Ansonsten war bei Bungerstadt, da bin ich aber nicht reingegangen. Wo dann eine von der Wache gesagt hat, oh, geh bitte in den Bunker und erzähl uns von deinen Geschichten. Habe ich mal im Internet nachgelesen, da würde man auch 10.000 Erfahrungspunkte bekommen, wenn du immer den Computer benutzt, also wie bei dem Buch hier. Aber das muss ich jetzt euch nicht zeigen, das wäre dann halt langweilig, denke ich mal. Also weiß ich jetzt nicht, welcher Computer direkt das ist. Ich möchte jetzt nicht jeden Computer auch noch extra durchsuchen jetzt. Ach, Auto und ohne Energie. Wir mal schnell ein bisschen Energie aus dem Kofferraum. Jetzt habe ich nur eine Hafenmunition von dem, aber habe kein Gaussgewehr. Na gut, ich weiß aber, wo es eins gibt. Man kann ja das Gaussgewehr in San Francisco kaufen. Ich hätte immer gedacht, ich hätte es gekauft, aber ich habe es nie gekauft. Gut, ich habe es ja nie benutzt. Ich habe ja viele andere Sachen auch nicht benutzt. Ach, Sulik, du bist immer noch im Weg. Bitte geh einfach weg. Also nicht weg, aber bitte geh einfach nur ein bisschen zur Seite. Ach ja, was ich noch sagen will, ihr habt wahrscheinlich gehört, in dem Video, den Abspann-Video, was man gesehen hatte, als der die Enklave explodiert ist und alles, hat man immer hier von Skynet gehört, wenn der hier so rum sich dreht und wackelt, dieses das hat man die ganze Zeit gehört. Ich mir so gedacht, Mann, wieso muss das Guided jetzt die ganze Zeit machen, dieses blöde Geräusch. Wenn das sich dreht. Und das meine ich, dieses Geräusch. Ah, das Auto ist vollgeladen, na gut. Ja, ich weiß, Guided, du freust dich, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich auch. Was willst du? Ich bleib einfach hier. Ich denke mal, dich darf ich auch nicht mitnehmen. Bitte warte. Also dann können die beiden auf das Auto aufpassen. Ich frage mich, ob das denn bei jedem Ladebildschirm ist. Also jetzt, wo man das, die Übersichtskarte von jedem Ort, dass es da vielleicht unbenutzte Sachen gibt, wo man theoretisch hingehen könnte. Hey, ich bin Bürger der Stadt, mach die scheiß Tür auf. Genau, du sollst deine Heldentaten gegen die Enklave aufschreiben und auf dem Listenserver veröffentlichen. Kann ich das bei dem auch machen, hier bei dem Büro für Annehmlichkeiten? Ihr seid dann also von der RNK geschluckt worden. Aber komisch, dass die Gecko eingenommen haben. Ich habe doch eigentlich das mit dem Frieden gemacht, eigentlich. Naja, muss man nicht verstehen. Gute Aktion, diese Idioten von der Enklave zu zertreten. Also manche von den Leuten haben halt... Hey, Glückwunsch zum Besiegen der Enklave. Sieht man halt, manche von denen sagen halt... Hey, gut gemacht. Die haben halt noch einen besonderen Dialogverein oder halt zumindest, dass sie sagen, oh, hast die Enklave für sie gut gemacht. Das finde ich nicht schlecht. Jetzt gehst du mal zu Leonette. Sie bietet mir dann das Du an. Die Kunde von deiner Heldentat hat mich bereits erreicht. Ist das wahr? Hat die Regierung immer noch Krieg geführt? Ja, sie wollten ein Virus verwenden, das alles Leben auslöscht. Dann wollten sie ganz von vorne anfangen. Auf Kosten all dessen, was ihr hier aufgebaut habt. Wie hinterhältig, wie gemein. Wussten die denn nicht, was für eine Gemeinschaft wir hier aufgebaut haben? Vielleicht ist das eine gute Lehre, Lynette. Von der Welt abgeschnitten war die Regierung bereit, euch zu zerstören, ohne sich über den Wert eurer Gemeinschaft zu kümmern. Vielleicht sollte Bungerstadt auch nochmal einen Blick auf die restliche Welt werfen und sich Gedanken über ihren Platz darin machen.
Vielleicht hast du recht. Nächstes Mal sollten wir versuchen, die Restregierung zu finden und uns mit ihr zu verbünden. Angeblich haben sie eine hervorragende Kampfausrüstung. Und was für eine mit Servolenkung, Recyclingfunktion, bedrohliches Aussehen. Echt cool, die Teile. Gut, man wahrscheinlich die Bruderschaft. Weil die Bruderschaft ist ja halt, na gut, von der US-Armee halt noch so ein Rest. Nachfahre. Bitte nenn mich Lynette. Gute Reise, mein Freund. Wir werden dich nie vergessen. Hier in Bunkerstadt wirst du immer ein Zuhause haben. Danke, Lynette. So, und das war eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Als Bonus, wie gesagt, vielleicht, wenn ich dann aber offline ein bisschen spielen werde, ich möchte dann, wie gesagt, gerne das alles auf alle Bonusmöglichkeiten, die es ergibt, möchte ich gerne haben. Jeden Bonus möchte ich haben. Und ich würde vielleicht noch ein bisschen umherreisen, möchte vielleicht noch manche Waffen mal testen, die ich noch nie eingesetzt habe. Und auch generell mal ein bisschen durch die Gegend fahren, mal offline. Und vielleicht finde ich dann noch mal irgendwann mal eine neue Zufallsbegegnung, die ich vielleicht speichern kann oder die ich dann zumindest auf der Weltkarte euch nochmal zeigen kann und die immer wiederkehrbar ist. Das würde ich halt gerne machen. Wo ist meine Frau eigentlich? Hey, wo ist meine Frau hin? Ach, hier hinten. Wie gesagt, das würde ich euch dann vielleicht auch gerne zeigen, wenn was ist. Das würde ich dann auch noch als kleine Bonus-Episode noch dann hinzufügen. Ansonsten werde ich mich an der Stelle jetzt auch wieder von euch verabschieden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und ja, mal sehen, was ich dann als Nachfolgespiel für das hier machen werde. Was willst du? Ihr werdet da sehen, was dann als Nachfolgespiel kommen wird von dem hier. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.